Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Runde! Beim letzten Mal haben wir uns hier zusammen mit Gambo ausgelockt, falls sich noch daran erinnert. Und ich habe warum auch immer nur 1,5 Herzen und bin fast tot. Das sollten wir vielleicht mal ganz schnell ändern hier. Ich sehe schon, Gambo ist nicht mehr da. Der stand eigentlich hier. Der hat sich anscheinend schon rausgegraben. Aber ja, wir haben heute viel geplant in Minecraft, Freunde. Ich erkläre nochmal ein bisschen was zu den Teilnehmern und alles. Ich würde sagen, wir müssen erstmal ganz kurz hier wieder mein Leben wiederbekommen. Weil was die Teilnehmer angeht, kamen ein paar Fragen letztes Mal auch auf in den Kommentaren. Und ja, es ist gerade easy, auch auf dem Server. Schreiben mal hallo. Hallo. Gambo habe ich gerade auch noch geschrieben. Der kommt hoffentlich gleich auch noch. Ach, das, ich dachte, man kann die essen. Der kommt hoffentlich gleich auch noch auf den Server. Mal schauen. Ich würde sagen, wir müssen aber hier erstmal irgendwie raus. Ich muss hier ganz schnell raus. Ich habe fast kein Essen mehr. Im letzten Folge, da ist wieder der Geist. Ich habe keine Ahnung, was es mit dem auf sich hat. Der ist ultra gruselig. Wenn man da hingeht, dann verschwindet der einfach. Man hat ja auch gerade so richtig gruselige Geräusche erst gehört. Aber egal. Doch. Da, das ist der Geist, glaube ich. Und da ist ein Zombie. Geh weg. Ja, beim letzten Mal haben wir mehr oder weniger viel geschafft, falls euch daran erinnert. Ich bin eine Full-Iron-Rüstung. Wir haben 3 Diamanten sogar schon. Und, ja, wir haben gegen den Warden gefightet, mehr oder weniger. Also, das ist ein Spawner, oder was? Den habe ich gar nicht gesehen letztes Mal. Also, wir haben den Warden nicht richtig gefightet. Der hat mich angegriffen und fast getötet. Und ich bin weggerannt. War auf jeden Fall sehr nice. Und bitte lasst hier Essen drin sein oder sowas, weil ich bin am Verhungern. Strohsalz, das bringt mir nichts. Kohle nehmen wir mit. Mein Inventar ist halt nur schon so ultra voll. Ich kann mal die Schüsseln weg. Und in der heutigen Folge würde ich sagen, gehen wir erstmal nach oben. Wir suchen uns irgendeinen Spot, an dem wir vielleicht was bauen können. Und wir gucken mal, was die anderen Teilnehmer vielleicht sogar schon so gemacht haben. Also vielleicht hat schon jemand ein bisschen was gebaut oder so. Ich weiß gar nicht, was die anderen alle gemacht haben. Ich renne einfach straight nach oben. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Ah ja, und ich habe letztes Mal diesen Emerald gefunden. Und das war, glaube ich, so Tiefenschiefer-Emerald oder sowas. Auf jeden Fall haben ganz viele kommentiert, dass er ultra selten wäre. Das wusste ich nicht mal. Also GG auf jeden Fall an der Stelle. Jo, noch eine Kiste. Tomatensamen. Ey, Leute, ich habe so viel im Inventar, aber ich weiß gar nicht, was ich wegpacken soll. Hier sind so coole Sachen, die es gibt. Das Ei will ich eigentlich auch haben. Komm, ich pack ein Bett weg. Wobei, das kann ich nicht machen. Ich pack 12 Erde weg. Naja, auf jeden Fall, was die Teilnehmer angeht, da kamen auf jeden Fall noch ein paar Fragen letztes Mal auf. Ich kann nochmal wiederholen. Ich guck mal ganz kurz in der Discord-Gruppe nebenbei, damit ich niemanden vergesse. Es sind mit dabei. Elina, Chaosflo, Gambo, Gnu, Easy, Logo, Banks, Ebru, Fabo und Freaks. Und ich bin auch mit dabei. Also 11 Leute sind wir insgesamt. Und beim letzten Mal hatten, glaube ich, welche kommentiert, wieso ich meinte, dass Gnu mit dabei ist, weil sie in der Folge nicht mit dabei war. Und Freaks war auch nicht mit dabei. Bei der letzten Aufnahmesession hat natürlich nicht jeder Zeit gehabt. Wir waren zu 11. Da ist es, glaube ich, schwierig, einen Termin zu finden, wo jeder kann. Deswegen waren wir nur 9 Leute. Aber ich glaube, Gnu hat auch noch nichts hochgeladen zum Projekt. Aber ja, das ist auf jeden Fall die Teilnehmerliste. Ich denke mal, da kommt noch was. Deswegen, nur zur Erklärung, dass ich nicht einige wundern. Das sind auf jeden Fall alle, die bis jetzt mit dabei sind, aber es haben halt noch nicht alle Teilnehmer was zum Projekt gepostet und es waren noch nicht alle bei der ersten Aufnahmesession mit dabei beim Projektstart. Ich konnte zum Beispiel eigentlich auch erst nicht und habe erst einen Tag vorher noch erfahren, dass ich doch zum Glück dabei sein kann. Easy hat mich übrigens einfach gedonowallt hier im Chat und nicht zurückgeschrieben. Vielleicht ist sie gerade AFK, ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir sie gleich oben finden. Ich grab mich mal einfach hoch und dann suchen wir mal ein bisschen. Ich glaube, ich habe einfach genau den gleichen Weg gefunden, den Gambo genommen hat, weil hier sind einfach schon solche Blöcke geplaced und die kommen hier eigentlich, also die sind hier eigentlich nicht. Ja, und jetzt ist hier Cobblestone. Lol, ey, wenn ich jetzt genau da rauskomme, wo Gambo rausgekommen ist, das wäre richtig cool. Ja, hier geht der Weg weiter. Und da sind wir sogar schon oben. Also, Leute, ich brauche unbedingt eure Hilfe. Und zwar schreibt mir gerne in die Kommentare, was sollen wir in dem Projekt machen. Es heißt zwar Minecraft-Freunde, aber wir dürfen natürlich trotzdem die anderen so ein bisschen trollen. Vielleicht fangen wir auch mal einen Streit an oder bauen sogar die ein oder andere Falle. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was soll ich alles in dem coolen Projekt hier machen. Mein Plan wäre jetzt erstmal gewesen, vielleicht, erstmal müssen wir die Basics machen. Wir holen uns Essen, wir machen uns irgendeine Farm, wir fangen an, uns einen Ort für die Base zu suchen heute und bauen vielleicht da schon ein bisschen was. Vielleicht machen wir auch irgendeine geheime Base oder sowas oder ein geheimes Versteck, weil, wie gesagt, das ist zwar Minecraft-Freunde, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass mir jemand mal was klaut oder so. Ich weiß noch nicht. Ich kenne nicht alle im Projekt. Ich weiß nicht, ob ich da direkt den Leuten vertrauen kann oder nicht. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen erstmal. Ich würde sagen, ich bin ultra weit weg vom Spawn. Wir gehen erstmal dahin und gucken, ob wir irgendwen finden. Ich bin auf jeden Fall super gespannt darauf, was ihr mir in die Kommentare schreibt, weil in der nächsten Folge werde ich dann schon anfangen, einige von euren Kommentaren umzusetzen. Ja, mal gucken, was da so schön ist mit dabei. Es schreibt wirklich alles rein. Egal, was ich jetzt zum Beispiel für eine Base bauen soll. Man kann da coole Sachen machen, vielleicht auch eine Schokoladenfabrik oder so. Entweder bauen wir was für die Gemeinschaft, wo jeder was von hat, oder erstmal für uns, oder vielleicht sogar Fallen für die anderen, oder wir können ja irgendwie trollen oder sowas. Aber ich glaube, wir fangen erstmal einigermaßen nett ein. Oh, da ist sogar schon was, bevor uns hier alle hassen. Okay, das ist der Spawn. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an das Loch hier aus der ersten Folge. Sind die, ja,
Da sind schon einige Leute gestorben. Da hat sogar jemand noch Seeds in der Hand. Das sieht ja extrem cool aus. Was haben die Leute hier schon gemacht? Ich habe noch nicht mal ein Haus. Was ist das denn? Ich bin auch so schlecht im Bauen. Ich bin wirklich gespannt, wie unsere Hütte nachher aussehen wird. Ich glaube, das ist die erste Gemeinschaftskiste, die gemacht wurde. Da ist natürlich nichts drin. Wer hätte es gedacht? Okay, von wem sind wohl die Häuser hier? Das sieht aber echt cool aus. Ich hoffe, es ist niemand böse, wenn ich hier einfach reingehe. Fabis Almhütte. Wer klaut oder was? Wer klaut oder leicht? What? Sollte das irgendwo weitergehen, das Schild? Wer klaut oder leicht? Wurde das aber schon kaputt gemacht? Ich verstehe es nicht. Ich gehe einfach mal rein. Hier so ein Skelettkopf. Ey, das sieht ja richtig cool aus. Hier in der Kiste. Wir gucken uns alle Kisten an. Ist mir egal. Ist hier irgendwas Cooles? Ich nehme nichts mit. Ich möchte nur gucken. Jo, der hat schon ein Lager. Nether. Erze. Okay, schon mal fleißig farm. Sand, Kies, Erde, Werkzeuge und Rüstung. Stein, Erde, Holz, Plunder, Essen, Verzaubern. Jo, was ist das? Huschen 2. Ich habe keine Ahnung, was Huschen ist. Ich habe Minecraft vor kurzem erst auf Deutsch gestellt. Ich hatte es vorher mal auf Englisch. Und was ist Huschen? Okay, hier hat er sogar so einen Kolibri. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und einen Stuhl. Da kann man die Aussicht genießen. So, wir gehen wieder raus hier. Oh, warte. Oh, Essen. Darf ich mir das wohl nehmen, wenn ich wieder anpflanze? Ich lasse erstmal. Wobei, so ein bisschen was wäre ja egal, oder? Der erste Diebstahl in Minecraft, Freunde. Verratet es keinem, okay? Das bleibt unter uns, okay? Wenn ihr das keinem verratet, dann wird das nie rauskommen. Ich place das auch wieder hier. So, ich mache alles wieder schön. Das muss einfach unter uns bleiben. Ich vertraue euch da, okay? Jetzt bin ich mal gespannt. Gehört das auch Fabi oder ist das von wem anders hier vorne? Und wer ist Fabi? Ist es Freaks? Ich kenne Freaks leider nicht und er war am ersten Tag nicht mit dabei. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er das ist. Hier haben wir noch... Yo, Dias, meine Spaß, wir klauen nichts. Klauen ist halt ehrenlos, also ich weiß nicht, das Essen mitnehmen finde ich noch okay, aber so Dias aus der Kiste klauen oder so ist halt lame, das machen wir nicht. Hier steht leider nicht, von wem das Haus ist. Das hätte mich jetzt noch interessiert. Ich muss mir auf jeden Fall Baututorials angucken, dass ich auch ein hübsches Haus irgendwie hinbekomme, ich dachte, ich baue hier meine erste ranzige Minecraft-Hütte, aber so wie das schon aussieht hier, Benjamin Heimer, okay, das ist von Banks anscheinend. Warum ist hier direkt Stacheldraht? Was ist das denn? Ey, das ist ja wirklich Minecraft-Freunde, aber erstmal fetten Draht hier placen, dass man hier nicht hin kann. Ist das eine Kirche? Was haben wir hier? Ich höre auf jeden Fall 1000 Kühe. Überall Stacheldraht auch. Was haben die hier gemacht? Aber das sieht richtig cool aus. Eine Glocke auch. Ah, ich glaube, die wird ausgelöst. Ja, ich glaube, die Glocke wird automatisch ausgelöst, wenn man hier durchgeht, oder? Und wo sind die ganzen Kühe? Unter mir? Weil hört mal. Glocke? Ja. Wie cool. Die Glocke wird ausgelöst, sobald man hier drüber geht. Macht der hier einem Schaden? Ja. Hier hält doch safe jemand irgendwo Kühe gefangen. Wo sind die? Das macht mich verrückt mit den Geräuschen. Ah, hier wahrscheinlich, oder? Mobluson. Yo, alles klar. Wer hat denn hier die Kühe gefangen, um das Tierquälerei? Was ist das denn? Ist das hier auch noch von Banks? Banks, was ist los mit dir, die armen Kühe? Das kannst du nicht machen. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich habe das nicht gesehen. Ich gehe wieder. Da bin ich ganz schnell weg. Ich warte noch, dass Gambo online kommt. Gambo, bitte komm online jetzt. So, unser Essen ist fertig. Als nächstes die Kartoffeln, die wir uns geliehen haben. Guck mal, Leute, ich würde sagen, weil ich so nett bin, packen wir diese 10 Kartoffeln hier hübsch in diese Kiste rein. Das ist ja die erste Gemeinschaftskiste und die Kartoffeln, die habe ich mir fair geklaut und von daher packen wir die mal hier rein, falls jemand Essensprobleme hat. Weil ich weiß, dass Gnu, glaube ich, zum Beispiel noch nicht auf dem Server drauf war und wenn man neu einsteigt, hat man Essensprobleme. Von daher hier schon mal ein paar Kartoffeln, falls ihr die findet. Oder egal wer, falls jemand Hunger hat, kann er sich hier bedienen. Vielleicht nehme ich die mir die auch nachher alle wieder raus, weil ich am Verhungern bin, aber mal gucken. Gambo hat das Spiel betreten! Ich schreibe mir mal direkt Moin. Ach, klar! Easy schreibt Gambo direkt Hallo, aber mir nicht! Was ist das denn, Easy? Egal, ich wollte sowieso gerade, Easy's Ryan hat das Connect nämlich geklappt. Ey, Leute, es hat so lange gedauert. Ich werde es euch irgendwann mal zeigen. Ich habe, warum auch immer, mit diesem Server ein komplettes Problem beim Connecten. Ich habe wirklich, und das ist kein Witz, ich habe 10 Minuten gebraucht, bis ich auf den Server drauf kam. Und sie sieht es natürlich, weil dann steht die ganze Zeit, Ryan Caller das Spiel betreten und dann werde ich immer instant gekickt. Es ist so schlimm. Ich bin hier richtig verzweifelt. Ich dachte schon, ich kann nicht aufnehmen. Da vorne ist ja Gambo. Ich wollte gerade Easy's Brücke suchen. Gambo! Der hört mich nicht. Mach Mute aus. Hallo. Hallo. Moin. Was geht ab? Moin, moin, Schokofreunde. ey, Gambo, ich habe so lange gebraucht, um hier drauf zu kommen. Ich habe wirklich, ich saß hier 10 bis 15 Minuten. Ich kam nicht drauf. Ich dachte, ich muss quitten. Ich dachte, ich schaff's nicht heute. Ich wollte gerade, ich glaube, Easy's Brücke ist hier hinten. Ich wollte da hin. Ja. Können wir kurz hin? Oder ich weiß nicht, ob du mit willst. Jo. Ich komm mit. Safe. Ich weiß, dass Easy irgendwo eine Brücke gebaut hat. Aber, ich weiß nicht wo. Ich frag sie mal. Okay, Easy geht gleich zurück. Okay, dann warten wir sonst. Guck mal, hier. Wobei, hier wurden schon Blöcke geplaced. Ist es hier? Gambo, ich bin im Schnee. Ich komme nicht raus. Oh Gott, ich sterbe hier. Wait.
Ich sterbe hier wirklich. Was macht man hier? Gambo, ich brauche Hilfe. Leute, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Warte mal. Kann man das nicht abbauen? Man kann es abbauen. Ach, da unten. Hallo? Warte, ich glaube, ich hab's. Oh mein Gott, ich dachte, ich sterbe, ja. Oh mein Gott. Junge, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Hast du schon die Häuser gesehen? Ja, die haben übel übertrieben, Mann. Ja. Das ist richtig. Oh mein Gott! Ah! Ah! Mann! Was ist das? Richtig das ist schlimm. Richtig scheiße. Hier vorne ist ein Lavasee, lass den Nether. Ey, hör mir auf mit Speedruns. Ah, das ist dein Dingens hier? Das ist mein Haus. Darf ich mir 2 Kohle klauen? Ja, ne. Perfekt, brauche ich nicht, aber habe ich gemacht, weil ich würde gerne was klauen einfach. Darf ich eine Wolle? Ja, nimm ruhig. Darf ich 39 Holz? Ja, das ist schon viel, aber nimm. Mein Inventar ist eh voll, aber danke. Echt? Okay. Ja. Ich hätte es dir aber gegeben, der will es sehen. Nett. Das ist nett. Ja, ja, ja. Warte, komm mal mit, ich zeig dir das Schlimmste. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ja. Wir haben das auch nicht gesehen, das hier ist wirklich illegal. Stacheldraht, was ist das denn? Minecraft-Freunde, aber überall ist Stacheldraht. Junge, Benjamin, was ist mit dir denn los? Ey, guck mal hier. Gestern noch nicht. Guck mal hier, aber guck mal hier rein. Aber das darfst du niemandem sagen, das ist illegal hier. Guck dir mal das an, die Kühe. Nein! Die armen Kühe. Ja, die müsst ihr eigentlich irgendwann befreien. Guck dir das an. Oder alle töten, dann haben wir Essen. Ich habe mir auch schon die ganze Zeit Kartoffeln geklaut, sag ich dir, wie es ist. Ich hab mir überall Kartoffeln zusammen geklaut. Oh, was hier? Das hab ich... Frank! Was ist das denn? Ich denk, da war irgendein Tier drin. Irgendjemand hat einen Kolibri da drin gefangen. Ich baue es wieder so. Jetzt wieder ein Prank. Wir sind die beiden Noobs, oder? Kannst du bauen in Minecraft? Ich kann absolut nicht bauen. Überhaupt. Nicht. Also wirklich komplett minus. Hey, wo hab ich ein blaues Bett her? Das hat mir Fabi gegeben. Ich lebe ja durch Almosen, wirklich. Aber wieso hab ich das hier? Nein, du hast dein Bett abgebaut. Hä? Hab ich das? Er spielt Bad Wars wieder. Oh, ich kann mich nicht dran erinnern. Bin ich so süchtig, dass ich das unbewusst abgebaut habe, oder? Nein, nein, du hast nicht wirklich das Bett abgebaut. Ich krieg mir Anfall. Nee, da steht es nein, noch. Nein, mein Bett steht da noch. Hä, aber wo hab ich das hier her? Ich dachte, hier nur 4 Betten. Ich bin verwirrt gerade. Naja, egal. Ich dachte mir aber auch, yo, Projekt hat gerade erst angefangen. Es hat bestimmt noch keiner was gebaut. Ich werde mir heute so meine erste ranzige Hütte bauen. Dann bin ich der Erste und dann sehe ich das hier. Junge, was ist das denn? Wie viel Zeit? Wann haben die das gemacht? Es geht doch gerade jetzt los. Was ist? Hä? War das schon die ganze Zeit da, die Rakete hier? Was denn? Die Rakete? Ja, das war mein Markenzeichen. Also Gambo. Damit jeder weiß, dass das meins ist. Ach, Gambo. Es kann auch sein, dass es eher so ist. Aber das muss ja keiner wissen. Ich wollte mir irgendwelche YouTube-Tutorials angucken, um auszubauen. Ja, ja, ich habe auch schon Minecraft-Hausbau. Nachher bauen wir genau das gleiche. Wir haben immer das gleiche Tutorial gesehen. Wir sind auch stark eingegrenzt, ne? Wir haben halt auch kein Quarz und sowas. Was ja an sich so immer so ein... Können wir holen. Ich gehe mit dir in Nether. Guck mal, dann ist easy. Ich gehe mit dir in Nether. Ich habe einen Eimer. Hallo. Boah, Nether ist aber gefährlich, ne? Ja, aber... Lass machen, oh, oder? Da sind wir die Ersten im Nether. Warte, hey, es hat die sich gerade eingekreist. Ja, Stalkerin! Hi! Hi! Nimmst du eine Karotte gegen wie viele Knochen? Warte, wie viele Karotten? 1:1, oder? Ja, ich würde dir... Ryan hat die Ey, Ryan, Junge! Tschüss, bis bald! Hey. Ich komm wieder raus! Warte, hier. Wehe, du behältst eine zu viel. Ich merk das. Nee, hab ich nicht. Sag ich ehrlich dich. Ich würde 2:1 losgeben. Warte, was tauschst du? Knochen gegen Essen? Knochen. Ich hab 4 Knochen. Krieg ich auch Essen? Bitteschön. Warte, 3 kriegst du oben drauf. Warte, Ryan hat die schon wieder bekommen. Hab ich die? Nee, nee. Du hast die Knochen bekommen, doch, hä? Echt? Nein. Nee? Okay, ja, dann hab ich sie. Ich hab hier 4. Die gebe ich dir. Wunderbar, danke schön. Guter Deal. Bis dann, ciao. Ich wollte dein Haus sehen. Wollt ihr in den Nether gehen jetzt? Ja, aber ich muss erst meine Stuff saven. Ich habe noch kein Haus und noch keine Kiste. Ich kann euch mein Haus zeigen, wenn ihr wollt. Ja, gerne. Easy, du isst doch gerne Karotten. Ja. Für wie viele Karotten baust du einfach mein Haus? Da ich ungefähr 10 Stacks Karotten hab, Ryan. Gambo, du isst doch gerne Karotten. Gambo. Erstens, das stimmt nicht. Isst du gerne Karotten? Und zweitens, ich kann nicht bauen. Das stimmt, ich kann ich mir dann selber bauen. Oh, was ist hier denn? Projekt für euch hier. Bauplatz wird vermietet. Als ob Flo hier Plätze vermietet. Ja, Flo claimt das alles. Mach die Schilder einfach weg. Der kann hier nichts claimen. Nein. Mach das weg. Zack.
Das interessiert niemanden. Ihr könnt gerne hier in der Nähe bauen oder so. Ja, hier kommt ein Fluss hin. Da hinten wohnt Flo, da drüben wohnt Banks und dann wohnt da Elina. Und hier ist noch alles frei hier unten auf der Wiese oder hier so. Ich wollte eigentlich erst auf dem Berg bauen, aber vielleicht mache ich da unten. Aber ich weiß nicht, ob du das erträgst, weil mein Haus wird hässlich und dann musst du immer auf das hässliche Haus gucken. Nee, das stimmt, das ertrage ich eher nicht. Okay, pass auf, da wohne ich. Ich hatte gehofft, du sagst, ja, Ryan, ist kein Problem, du kannst gerne hier bauen, das ist nicht schlimm. Okay, hast du zu viel erwartet. Willkommen bei Team Rosa und das ist die Klangbrücke. Die macht Geräusche, wenn man rüberläuft. Die ist cool. Guck mal, mega easy, schön, ich habe sogar schon gelernt, du hast hier deine Kiste, ich gebe dir... Ja, ihr müsst ein Item, bitte. Zwei Karotten. Guter Deal, ist mir lieber als ein Steak. Oh mein Gott! Die Brücke ist gefährlich. Ich bin fast gestorben. Ja, Leute, und da hatten wir fast den ersten Tod in Minecraft. Wobei, es sind schon mehrere Leute gestorben hier. Easy wollte mich umbringen. Ey, ist das anstrengend mit dem Berg hier. Ich muss hier richtig Jump'n'Run machen. Hartes Training, aber wir sind wieder oben. Hallo, da bin ich wieder. Ey, das war anstrengend. Meine Beine tun weh. Das war wirklich hartes Training. Wie hast du das denn geschafft? Ich weiß nicht. Die Brücke ist gefährlich, Easy. Die Waden. Meine Tiere sind tabu. Wer rührt die an? Das ist Spaghetti, mein Hund. Spaghetti? Und hier unten ist mein Kolibri drin. Der hat noch keinen Namen. Okay. Und da unten wohnt mein Schwein. Im Lager? Hat der einen Namen? Ja, erstmal hier, guck mal hier rechts die Tür, da wohnt mein Schwein. Ah, nee, das ist eine Kiste. Hier wohnt mein Schwein. Oh, mit dem Sattel. Darf ich? Ich baue da noch was Schönes hin. Hey, wie nice. Wie viel hast du schon gespielt, Easy? Der heißt einfach Schwein. Zu viel. Zu viel. Ich war krank gestern und ich habe den ganzen Tag gespielt. Das kann ja nicht sein, alle haben schon so viel. Nach unserer Aufnahme, Ryan, war ich krank. Woran das wohl lag? Meinst du, ich habe dich krank gemacht? Du hast mich angesteckt über einen Computervirus. Über Teamspeak, ja wahrscheinlich. Ja, aber das sieht schon mal ganz gut aus. Aber noch kein Haus, ne? Hauptsache, du hast pinke Schafe, ganz viele. Jo. Seltene Dinge in Minecraft. Kommen da dann auch pinke Babyschafe raus? Warte, das müssen wir ausprobieren, das weiß ich nicht. Fühlt sich auch wie so ein Noob-Gambo. Ja. Komplett. Okay, pass auf. Schlecht gerade. Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Es ist ein pinkes Baby geworden. Jawohl. Oh mein Gott. Die sind ultra selten, oder? Pinke Babyschafe sind ultra selten in Minecraft. Das sind die seltensten, das stimmt. Titel selbst. Oh mein Gott, ich habe das seltenste in Minecraft. 0,0000. Okay, ich suche mir jetzt einen Spot zum Bauen. Soll ich dir helfen? Beim Suchen gerne. Ich habe 5 Betten im Inventar. Echt? Ja, ich sammle endlich Bad Wars gespielt. Ryan, geht den Enderdrachen killen. Ryan, wollen wir das machen? Den Enderdrachen jetzt wahrscheinlich. Mit Betten, weißt du, wie das... Ich hab mal gehört, wie das geht, aber ich weiß nicht, ich kann das selber nicht. Ich kann es auch nicht so gut, aber wir können es ja versuchen. Vielleicht sterben wir selber dann. Der hat das schon 10-mal gemacht. Nee, nicht mit Betten. Ich mache immer ohne. Ja. Ich mache immer ohne Betten. Echt? One-Side willst du nicht? Nee. Ich mach den anders, man. Ja, du spielst in 3 Stunden durch. Wahrscheinlich One-Cycle zu dir dann, ne? Oha, ein Büffel. Das ist bestimmt Flo. Der ist wieder getarnt. Weil wenn ich hier unten baue, dann bin ich ja nah an allen. Dann bin ich näher an dir und an dem Dorf hier. Ja, oder du baust, warte, hier, guck mal. Hier ist doch perfekter Platz. Super. Ja, du musst halt den Berg hier so ein bisschen auffüllen, dann bist du weiter oben. Und hast eine schöne Aussicht. Stimmt. Ich habe genug Erde. Wenn du willst, kannst du dir mal Erde bei mir abholen. Ich glaube, ich baue echt. Da bin ich so nah an Banks dran. Ja, aber es ist gar nicht mal so schlecht, wenn du da näher dran bist. Zeig dir, wie es ist. Hab mal ein Auge auf den. Guck dir den mal an. Der zieht hier Wände hoch und packt den Stacheldraht hin. Was hat denn der Mann vor? Ich will Banks hier als Nachbarn haben mit dem Stacheldraht hier. Der ist bestimmt, ich weiß nicht, der fackelt mein Haus ab oder so nachher. Aber ey, das hat sogar Geräusche. Wenn du hier drüber gehst, guck mal hier. Das ist wie eine Alarmanlage. Geh mal drüber. Mach auf. Hörst du das? Echt jetzt? Oh mein Gott. Ah, jetzt nicht mehr. Oh! Aber vielleicht ist das auch eine Kirche. Chillen. Ich bin mir nicht sicher, ist das eine Kirche oder? Ich sagte, Ryan, das ist jetzt absolut Real Talk, ne? Mein Haus wird so scheiße aussehen. Ich hab richtig Schiss. Guck dir die mal an, die bauen ja alle voll die Sachen hin. Was soll ich denn machen? Weißt du, was ich auf Minecraft-Servern immer mache, wenn ich mit Freunden spiele? Ich buddel mich ein. Ich buddel mich immer in die Erde. Es ist immer so ein Erdloch, wo drin ich lebe. Wochenlang. Ich brauche immer so einen Kasten einfach. Ich werde auch gleich so einen Kasten bauen, ist mir egal. Das ist ja nur die Vorübergang. Also wirklich, das kennt doch jeder, oder? Die erste Hütte in Minecraft, die muss hässlich sein. Ja, natürlich, klar. Es ist immer ein Drecksloch oder einfach nur ein, hier, wie heißt das, Kobbelkasten. So. Ja, ich mach schon mit Holz. Aber gut, wir haben schon mal einen ganz guten Spot jetzt hier, dann würde ich sagen. Dann fangen wir hier vielleicht an,
zu bauen. Machen vielleicht auch da erstmal... Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Eigentlich würde ich mich auch gerne in den Berg reingraben. Aber wenn ich das mache, dann stoße ich bestimmt auf den Keller von irgendjemandem, der da sein Haus gebaut hat. Deswegen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich den Berg jetzt hier so auffülle und dann da drauf baue. Oder ob ich das hier so auf Stelzen mache vielleicht. Wie so ein Balkon oder sowas. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Was meint ihr? Sollte ich den Berg hier komplett auffüllen? Oder sollte ich hier so anfangen zu bauen und das Haus geht dann hier so rüber und hier ist dann einfach, da baue ich dann irgendwie so Stelzen hoch. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen, wenn man bauen kann. Das kann ich nicht, aber das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Hallo! Hallo! Ich hab die Kiste nicht vergessen. Jetzt jedes Mal was rein. Ich hab dich schon so gesehen, du hast mich beobachtet. Ich dachte, du tötest mich sonst. Du meinst, du hast viel Erde, oder? Kann ich mir ein bisschen was leihen? Ich müsste Erde haben. Ich kann mal nachschauen. Wait. Hier in der Kiste, da kannst du mal reinschauen. Darf ich mir so zwei Stacks nehmen? Ja, na klar. Nice. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass zwei Stacks reichen, Ryan. Ich möchte aber, glaube ich, nicht den ganzen Berg ausfüllen. Ich habe überlegt, ob ich da... Nimm mal drei mit. Du kannst mir wiedergeben. Okay. Man verschätzt sich immer. Okay, tschüss. Das stimmt. Tschüss. Die Erde geht echt schnell weg. Ich glaube, es ist gut, dass ich drei Stacks habe. Ich darf euch jetzt ganz stolz meine Luxusvilla präsentieren. Seid ihr ready? Das ist sie. Das ist meine Luxusvilla. Also, das mit der Erde sieht noch nicht ganz so gut aus, aber das wird noch besser gemacht. Und das Haus wird natürlich auch noch ausgebaut. Man kommt hier rein, zack. Und ich weiß, hier ist extrem viel Platz. Man muss erstmal gucken, wo man überhaupt hin möchte. Und es ist sehr verwirrend hier, weil es so groß ist. Hier haben wir eine Kiste. Da haben wir die 8 Öfen. Crafting Table, Bett und... Jetzt noch viel krasser. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen. Es ist nicht so perfekt versteckt. Aber wenn man das nicht weiß, achte man nicht darauf. Und das muss jetzt auch unter uns bleiben, Freunde. Geheimversteck. Mein krasses Geheimversteck in meiner Luxusvilla. Hier haben wir die wichtigen Sachen drin, wie Eisen, Gold, Diamanten, Gold, Apfel, Smaragde und natürlich meine drei lilanen Betten. Ja, meine wichtigsten Besitzer haben wir da drin. Und ja, also ich weiß nicht. Wenn man nicht nach einer geheimen Kiste sucht, würde ich sagen, sieht man die nicht unbedingt direkt. Es ist Minecraft, Freunde. Es heißt, also eigentlich, die anderen haben auch alle öffentliche Kisten, aber man weiß ja nie. Man muss für alles gewappnet sein. Nicht, dass mir jemand hier meine drei Dias klaut. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen paranoid, aber besser zu vorsichtig als unvorsichtig oder so. Wir machen mal ein Schild dran. Ryans krasse Luxushütte. Und dann Klammern. Keine Sorge, jetzt noch besser. Bevor sich... Hey, Zombie, was noch? So ein Baby-Zombie auch noch. Ich versuche hier gerade mein Schild zu setzen. So, Ryans krasse Luxushütte, keine Sorge, wird noch besser. Oh, das Klammer zu hat wohl nicht mehr drauf gepasst. Kann man das bearbeiten? Egal, lassen wir so. Ich überlege schon, ob ich demnächst vielleicht mal einen kleinen Livestream mache auf YouTube oder so, wo wir ein bisschen hier Progress machen in Minecraft, Freunde, weil ich hänge ein bisschen hinterher. Wir müssen ein bisschen mehr farmen. Oh, Flo ist auch drauf gejoint gerade. Moin. Willst du mal meine Luxushütte sehen? Ich bin gespannt, ob die jemand abfackelt irgendwann, weil er sie zu hässlich findet. Also, das ist wirklich... Ich bin gespannt. Ich denke, wenn jemand sowas macht, dann Ben. Könnte passieren. Hier. Da ist er, der Holzblock. Oh, komm mal rein. Sogar ohne Fenster. Geil. Gut, oder? Übel nice. Schön. Vor allem, ich verrate dir was, aber das bleibt unter uns, okay? Okay. Sonst gibt's hier Beef, wenn du das weiter verrätst. Okay, okay, okay. Ich vertraue dir, okay? Wir kennen uns schon lange. Dir kann ich vertrauen, oder? Ja, ja. Guck mal hier unterm Bett. Siehst du das? Krass, oder? Oh, was? Ja. Die geheime Geheimchest. Mein Geheimversteck in Minecraft, Freunde. So versteckst du deine Basis vor deinen Freunden. Oha, das wäre mir niemals aufgefallen, wie gut. Ne? Das ist richtig gut, das gucke ich mir ab, das mache ich auch. Ja, das war's. Du kommst bei mir rein komplett offensichtlich an. Der ganze Boden ist aus Kisten so. Das wird niemand sehen. Ich würde nur aufpassen, dass das wirklich keiner anzündet, ne? Das kann gut nach hinten losgehen. Das zündet jemand an. Aber guck, ich habe ein Schild hier. Ryans krasse Luxushütte. Keine Sorge, wird noch besser. Boah, weiß ich nicht, ob das wirklich besser wird. Ah, moin, Flo. Hallo. Moin. Ich glaube, die vorbei hören. Der Stalker da oben. Wir reden hier gerade off-cam. Geh mal besser wieder. Flo, was sagst du in meinem Haus? Jetzt bist du im Video. Chaos, also, Flo, findet meine geheime Hütte. Wenn ich das bewerten muss, würde ich lieber keine Bewertung abgeben, sonst bist du bad. Du kannst doch später mit dem Feuerzeug vorbeikommen. Nein, bitte nicht. Das ist der Anfang, das wird noch besser. Ey, wohne ich hier? Wohne ich hier? Ich wohne hier. Oder wer? Nur du. Ich wohne da drüben. Und Gambo ist obdachlos. Ja, ich bin gerade noch obdachlos. Ich habe hier gesehen, man kann das mieten, oder? Oder kaufen, das Grundstück. Ja. Muss ich Dominik mit Wertgegenständen sein. Ich akzeptiere auch Rückenmassagen.
Rückenmassage. Warte, ich gebe dir eine, aber ich bin nicht so gut darin. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen hier oben. Ist das auch von dir? Ja, hier oben, also so der Anfang. Ich will da so eine Art riesige Melone bauen mit Blättern halt. Nice. Grüne Blöcke. Wer klaut, aus dem mache ich Schnitzel. Oh. Darf ich in die Kiste gucken? Ich mach's einfach. Ja, kannst du. Boah, zwei Enderperlen schon. Ich habe kein Eisen. Wenn jemand viel Eisen hat, ich trade. Ich glaube, ich habe auch nicht so viel Eisen. Ja, komm, hier. Weil es Flo ist, machen wir Hälfte, Hälfte. Wir müssen ja gucken, dass wir uns hier erstmal Freunde machen in dem Projekt, damit uns keiner in den Rücken sticht und keiner mein Haus abfackelt. Und dann, zack, troll ich die alle. Hier, weil ich so nett bin, weil du es bist, Hälfte von meinem Eisen umsonst. Oh mein Gott. Dafür darfst du mein Haus aber nicht abfackeln, okay? Oh, warte mal. Freaks ist online, sehe ich gerade. Ich guck mal, ob der hier ist. Ich habe noch nie mit dem geredet. Und ich glaube, dass hier vorne war sein Haus, wo ich die Kartoffeln mir geliehen habe. Hallo? Hier war zu Hause. Hallo? Ich hoffe, der erwischt mich jetzt nicht. Ich bin mir sicher, das ist sein Zuhause hier. Ich muss das ganz schnell machen hier. Ich muss hier ganz schnell wieder raus. Ich nehme nur ein paar mit. Gott, ich verlaufe mich hier auch immer. Okay, schnell wieder raus. Oh, Logo hat auch das Spiel betreten. Langsam wird's hier richtig voll auf dem Server. Was ist denn hier los? Hallo? Ich wollte euch ein Geschenk da lassen. Kann ich das bei euch hinstellen? Ryan, weißt du, wer hier wohnt? Bei dem habe ich schon Kartoffeln geklaut. Geliehen. Du hast nichts gehört. Ryan! Hallo! Ich glaube, du gewinnst im Moment den Wettbewerb für das schönste Haus hier auf dem Server. Danke, finde ich auch. Das ist super, oder? Mega beeindruckend, ja. Darf ich mal von innen die Luxuseinrichtung von innen sehen? Ja, komm, weil du es bist, darfst du auch gerne rein. Oh Mann, oha, was? Krass, oder? Oh, 8 Öfen hast du einfach. Mm. Sogar eine Werkbank und, Ryan, eine versteckte Kiste unter dem Bett. Nein, als ob du die gesehen hast. Was ist das denn? Gambo hat die nicht gesehen. Oh, nein, echt jetzt? Ja, vielleicht oh mein Gott, aber du hast 3 Dias. Heftig. Ja. Okay. Okay, Ryan, ich habe ein Geschenk für dich. Ich möchte dir das irgendwo hinstellen. Wo darf ich das platzieren? Mach hier oben hin. Eine schwebende Kiste, damit das noch hübscher ist. Aber dann kannst du es nicht öffnen. Ah, stimmt. Warte, hier. Ich kann dir hier jetzt eine halbschwebende Kiste. Okay. Jetzt geht's. Magie! Okay, ich befülle dir das Geschenk und du kannst dann gleich abholen. Ryan, hier der hinten. Rächer! Okay, hallo. Perfekt. Dein Geschenk ist fertig. Du kannst es öffnen, wann du möchtest. Jetzt oder in der Folge oder wann auch immer. Okay, jetzt. Okay. Ich kann nicht lange warten. Ich will wissen, was drin ist. Für Easy von Ryan. Yeah. Boah, das sieht ja richtig cool aus. Mhm. Krass. Stimmt, ich hab's falsch umgelesen, ne? Für Easy. Naja, egal. Für Easy, warte, was? Nee, danke. Nee, für Ryan von Easy. Ein Dia vor allem sogar. Danke. Hey, kann man auch machen. Hey, was habe ich da schönes drin? Sag mal her. Meine Mülltonne. Nee. Oh, die kann man echt aufmachen. Emeralds sind da drin. Ich möchte deine Mülltonne sehen. Hört auf. Emeralds? Warum gießen die schließen sich immer wieder? Knochen. Ey, er hat Knochen. Wow, okay, chill, okay. Ich würde sagen, bevor Logo uns jetzt noch komplett mit seinen Bratpfannen verprügelt, beenden wir das Video erstmal hier heute. Ich würde sagen, beim nächsten Mal werde ich das hier wirklich eine Luxusvilla verwandeln, mit Hilfe von einem YouTube-Tutorial eventuell, und gucken, was ihr in die Kommentare geschrieben habt, was man hier so umsetzen kann. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr mehr von Minecraft-Freunde sehen wollt. Schaut auch bei den anderen Teilnehmern vorbei, alle in der Beschreibung verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.